Ja, ich bin Monika Reckenbrock aus Hamburg und ich wollte ein paar Sachen noch zum Thema Hartz IV sagen. Also ich wollte einfach mal die Tatsache hier verkünden, dass es so ist, auf dem Arbeitsmarkt wird man diskriminiert, weil man Hartz IV-Empfänger ist. Das heißt, mir ist bekannt, dass viele Leute abgelehnt werden vom Arbeitgeber, weil dummerweise gesagt worden ist, ich bin Hartz IV-Empfänger. Also das ist eine Diskriminierung, die finde ich einfach nicht hinnehmbar. Ne? Also ein Punkt. Der andere Punkt ist, es wird immer allgemein über Hartz IV gesprochen. Ich möchte nur über Paragraph 31 sprechen. Da sitzen die Anreize sozusagen. Also da in diesem Paragraphen, der es in sich hat, steckt drin, man wird bis zu 100% gekürzt, wenn man nicht tut, was der Arbeitsberater sagt. Ich finde, dieser Paragraph geht gar nicht und muss sofort geändert werden. Ich habe auch eine Petition zu diesem Thema an den Deutschen Bundestag eingereicht, weil ich finde, so wie es ist beim Arbeitsmarkt, in der Arbeitsagentur, hat der Arbeitsberater überhaupt keine Ahnung von der Lebenssituation des Einzelnen und ist überhaupt nicht kompetent, da irgendwie einen vernünftigen Anreiz zu setzen. Und die Tatsache, dass er die Macht hat, wirklich eben zu sagen, nee, wir kürzen dich zu 100%, das ist menschenrechtswidrig, das ist meine feste Meinung und deswegen bin ich heute hier hingekommen und das mal inständig bitten, sich darum zu kümmern und ich finde da Ihr Modell schon mal als erste Notlösung gar nicht schlecht. Mein Name ist Frank Gerhard und ich arbeite in der Strategieabteilung eines sehr großen Konzerns und bin da vor allem beschäftigt mit Innovation. Wir reden ja hier auch über eine gesellschaftliche Innovation. Die hat zwei Eigenschaften, die meistens interessante Innovationen haben. Die ist nämlich sehr faszinierend, also wenn man sich anguckt, sozusagen von vor allem den Katholiken bei der CDU bis zu den Teilen der Linken und den Grünen, was darüber geredet, interessanterweise bei den protestantisch geprägteren Sozialdemokraten relativ wenig. Aber gut, also das ist schon mal faszinierend, aber gleichzeitig auch furchteinflößend. Ja, das ruft natürlich Ängste hervor. Ich muss auch sagen, als ich selber angefangen habe, vor ein paar Jahren, mich damit auseinanderzusetzen, vor allem deswegen, weil ich irgendwie leid bin, irgendwie diese ewige Diskussion über die Arbeitslosigkeit, die uns seitdem als top-politisches Ziel, finde ich zumindest ermüdend, ja, also um es mal vorsichtig auszudrücken, und auch immer so relativ ergebnisarm. Also, so. Dann habe ich also selber auch bei mir selber gespürt, die Ängste sozusagen, was passiert denn da, wenn man da sozusagen irgendwie die Zügel lockern lassen. Und ich fand das sehr interessant, wie der Herr aus, von der katholischen Uni da eben gesagt hat, naja, in den Arbeitsämtern, da wird ja auch ziemlich viel Blödsinn gemacht, die Leute werden zu Sachen gezwungen und geschoben, die vielleicht gar nicht sinnvoll sind. Deswegen möchte ich zwei konkrete Vorschläge machen, wie man diese Probleme vielleicht mal so aus dem Weg räumen könnte, und da hätte ich dann die Meinung auch gerade von der kritischen Menschen hier auf dem Podium. Und zwar, also das eine wäre, eine ganz kleine Änderung, mit der man gewisserweise mal ausprobieren könnte, was passiert. Weil da haben wir ja irgendwo alle Ängste von deiner Richtung. Das eine ist, wenn man Hartz-IV-Empfänger ist, dann und will sich allgemein weiterbilden, also sprich mal mit der Reife nachmachen, Abi machen oder studieren. Das geht nicht, dann steht man im Arbeitsmarkt nicht dafür. Habe ich vor einiger Zeit mal zu meinem, ich habe sowas nie gekriegt, also Hartz IV. In Abendschule geht. Nee, nicht mal das geht. Also, ja gut, oder ich will nicht widersprechen, vielleicht geht das, aber sozusagen, ich frage mich, wenn wir in einer Gesellschaft haben, wo sozusagen zu niedrige Bildung da ist und so weiter, warum probieren wir das nicht wenigstens mal aus, sozusagen zu gucken, sozusagen die, das kann man ja mit BAföG-Regeln machen, dass die Scheine nachweisen müssen, dass die nachvollziehen, dass nicht einer sagen kann, ich immer verliere mich irgendwo und dann kriege ich halt Geld. Nee, aber das können wir doch mal machen, das ist doch ein gutes Programm sozusagen zur Bildung der Menschen. Warum probieren wir das nicht mal aus? Das ist so eine Sache, ansonsten das System unverändert bleibt. Ja? Ansonsten werden die Leute in irgendwelchen komischen Weiterbildungen zu Jobs, die sowieso nicht gebracht, die oft auch von minderer Qualität sind und so, das wissen alle, die hier im Raum sind, auf dem Podium sitzen und so. Gut, das ist das eine. Das andere aber noch ein bisschen allgemeiner. Warum sind wir als Gesellschaft so dermaßen nicht experimentierfreudig? Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie macht man ein Experiment im Grundeinkommen? Also, es gibt zum Beispiel einen Präzedenzfall in Deutschland sogar, da hat irgendein kleines, ach, schon eine Kleinstadt, ich glaube in Sachsen-Anhalt, hat so dann das Gegenmodell vor ein paar Jahren ausprobiert. Ich habe das leider aus den Augen verloren, den Vorgang. Die haben so eine Art, jeder, der arbeitslos ist, muss sofort mit ABM gemacht. Die haben vorher Zuzugssperre und so gemacht, damit das ist. Ne? Genau. So, warum läuft sowas nicht mal mit Grundeinkommen? Nein, das ist ein Faktor aus Namibia, aber ich glaube, Namibia ist nicht so richtig vergleichbar mit Deutschland. Also, die Ergebnisse halte ich für nicht so richtig übertragbar. Aber da wird
mich wirklich interessieren, warum machen wir nicht, ob nun beim Thema Grundeinkommen oder bei anderen Sachen, nicht mehr solcher Experimente, genau, ja, als Gesellschaft. Wir gucken dann mal. Ja? Ich meine, wir haben alle unsere Ängste, klar, Sie haben Ihre Ängste, jeder hat seine Ängste, auch Befürchtungen, Hoffnungen, könnte ja auch funktionieren, das wäre auch nicht gut oder so. Du hast probiert, was du sagst. Schmiedeberg. Mit großem Erfolg, aber eben sehr, sehr schwierig, weil es lokal eingrenzbar war, nur als Projekt zu machen. Aber wurde aus Kostengründen nicht auf größere Gemeinden wie Magdeburg und so weiter übertrieben, da hat sich das nämlich schon gar nicht mehr gerechnet. Nicht, aber für Schmiedeberg ist es total aufgegangen. Es ging mir jetzt nicht um diese Richtung, sondern um die Frage, dass wir das probieren können. Ja, wunderbar. Jetzt habe ich alles abgefrühstückt, hoffe ich. Ja. Wir haben Nummer 3 haben wir vergessen. Ich auch. Und Sie wollten gerade, hatte ich Sie abgerufen? Nee, da war. Ach so, bitte. Okay. Also mein Name ist Günter Sölchen. Ich habe bloß als ganz kurzes, ja, zum Ersten, ich habe leider das Modell nicht verstanden und muss gerne nachlesen. Ja. Zum Zweiten freue ich mich, dass die konservative Partei CDU dieses Problem anpackt und auch so offen. Ich denke, der Wert des Konservativen ist das zu erhalten, was erhaltenswert ist. Und der Punkt allerdings ist, glaube ich, Freiheit ist im Moment gefordert. Nichts anderes mehr als Freiheit. Und deshalb müssen wir eins machen, wir müssen Vorsatz bei den Alexander gehen. Die Partei CDU war doch die Wirtschaftswunderschnitt, wirklich ehrhaft. Und ich denke, da muss man irgendwie dran anknüpfen. Wir haben damals eine Dynamik in der Gesellschaft gehabt. Warum haben wir heute das Gegenteil von denen? Wir haben eigentlich nur noch Stagnation und Depression und wir haben Angst, die Menschen in diesem Land können nicht mehr richtig frei atmen. Und egal woran das liegt, man muss den Ursachen auf den Grund gehen. Und es wäre schön, wenn wir da alle dran mitwirken würden. Grundeinkommen ist kein Patentrezept, aber ich denke, ein Rezept, das wir uns gar nicht leisten können, aus der Prüfung auszuklammern. Und wenn gesagt wird, bei 800 Euro gehen die viele Leute zurück und tun gar nichts mehr, dann ist das kein Totschlagargument, sondern muss man überlegen, wie man dies verhindert. Aber man kann ein solches Argument nicht anführen, um zu sagen, die Idee ist schlecht.